Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Und ich bin letzte Folge fast in die Lava gefallen und gestorben, aber mit dabei wieder Pure Gaps und Marcel. Ja, moin. So. Diamantenjagd ist angesagt, diese Folge. Das reimt sich nicht nur in mehreren Silben. Diamantenjagd ist angesagt, ist schon fast krass. Also, Marcel, Respekt. Respekt dafür, dass du so. Ich weiß schon, wie er auf die Seite geguckt hat und. Marcel, ich weiß, wo du hinrennst. Ich weiß. Nein, nein, ich bin aber nicht hier, um die Hunde zu töten. Ja, 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 das sagen sie alle. Jetzt die Hunde erschlagen. Alter, österreichischer Rundfunk, bitte aus. Hat er jetzt die Hunde erschlagen? Mann, kennst du das wissen? Ich hab's einfach. Oh, Gaps! Da hätte das 10 sehen müssen. Oh mein Gott. Er hat mein Pferd gekillt! Was soll er? Er hat mein Pferd einfach geschlachtet, Mann. Ey, was hältst du? Nee, alles einfach pure Schlachten. Ey, nein! Ey, Matthias, hast du meinen Sattel? Dann gib, ja, mir, den dann gib mir den wenigstens wieder. Ich hab ihn hier hingelegt. Warte. Gaps, du holst dir nicht meinen Sattel. Gaps, gib ihn wieder. Was? Ich hab doch nichts. Gaps, gib ihn wieder. Ich hab sogar gesehen, wie du ihn eingesaugt hast, Mann. Apropos eingesaugt. Matthias, wie geht's deiner Mutter? Wir dafür, wir stellen heute mal ein Schild auf für Pius Hund. Da gibt's dafür schon eins. Ach ja. Das, die Folge hat perfekt schon mal angefangen. Es geht eigentlich gar nicht besser. Das ist die beste Folge in ganz Minecraft LP, so. Ich weiß jetzt, ich lass nie wieder was am Leben von Marcel. Ja, ich hab übrigens mein Pferd auch getötet. Auf dem Grund, bevor ihr es tötet und Gaps meinen Sattel geiert, Mann. Er hat sein eigenes Pferd. Ja, wollen wir so prophylaktisch. Ja, wollen wir pennen gehen? Ey, kann es sein, dass die letzte Folge irgendwie einfach nicht Nacht geworden ist, obwohl wir über 20 Minuten aufgenommen haben? Doch, doch, da war Nacht. Echt? Wann war denn Nacht? Was hab ich denn da gemacht? Nacht gemacht, ausgeschlachtet. Ja, nicht im Bett. Apropos den. Geschlachtet, Matthias, wie geht's deinen Hunden? Besser als dir, du gemeiner Niklas. Jetzt machst du ein zweites Denkmal? Nein, das ist für alle Hunde. Für die, die auch noch kommen werden, ich bin im Bett im Übrigen. Jetzt bin ich im Bett. Ich wusste mir, ich muss meine Hunde irgendwo im Lager messen und dann immer mehr haben. Ich kann jetzt nicht schlafen, ich bin der Scriptmine. Ich will auch. Also ich kann aber theoretisch gleich hochlaufen, aber es dauert dann so ungefähr noch eine Minute. Also machen wir so lange einfach noch irgendwas. Marcel, komm mal zum Friedhof. Okay. Ich habe ein krasses Schild aufgestellt. Matthias Hundetz. Aber mir gefällt der Friedhof mittlerweile auch. Na, Matthias. Ja. Heißt du im echten Leben Tobias? Oh Gott. Gaps, bitte! Davon eigentlich immer, wenn man will, was. Pius Hunde? Drecksköter. Oha, die armen Hunde. Das ist aber fast schon Grabschändung. Ich tanze auch ein bisschen auf dem Grab. Meine Ehre könnt ihr mir nicht nehmen. Doch, die ist schon längst in der Hölle. Was hältst du davon? Marcel, wir gehen kurz in den Nether, holen uns so einen Feuerstein, dass das ewig brennt und tun dann an Pius Grab von den Hunden. Nein. Das wollte ich auch bei deiner Oma am Grab machen, dass es da unten auf ewig brennt, aber. Ach ja. Darf ich eigentlich auch, wenn mir was Lustiges einfällt, einen Grabstein machen? Ich habe das noch nie gemacht. Ja, wir müssen aber immer so eigentlich abklären, ne? Ja. Also halt, wenn so was Legendäres passiert, das muss auf jeden Fall beim Grabstein verewigt werden. Ja, irgendwann müsste der Friedhof dann eh expandieren. Ja, ja, das können wir ja dann zu der gegebenen Zeit machen. Gaps? Ich wäre dafür, wir dürfen keine Haustiere mehr besitzen. Gaps und ich stehen einfach vor Niklas Pferd, Alter. Nein, Jungs, wenn ihr mein Pferd tötet, dann töte ich euch, ich schwöre es euch. Das schaffst du ja nicht. Und zwar nicht nur einmal, wollen wir wetten? Gegen uns beide mit Diamantschwert und Eisenrüstung. Ja, ja, ich mach mich dann kurz creative. nee, ich bin eh schon weggegangen. Ich gehe auf Zombiejagd, Alter. Bei Niklas ist eigentlich noch niemals gestorben. Ja, Diamanten mache ich versuchen. Ja, natürlich nicht, weil ich auch nicht anderer Leute Sachen kille. Ja, ich nicht. Ich auch nicht. Und die tun ja trotzdem weh.
Ja, weil er meine Hunde getötet hat. Ach, das ist doch kein Ausgleich, Matthias. Jetzt red dich doch nicht raus. Oh, Niklas, halt die Fresse, du. Wir müssen so die Währung so erstmal akzeptieren. Und da würde ich sagen, so ein Pferd ist so viel wert wie 7 Hunde von Matthias ungefähr. Und ja. wie ein Hund von uns. Nein, Spaß, Mann. Matthias, ich bin auf deiner Seite. Ich bin gegen Haustiertötungen. Aber Matthias hat doch auch mal Haustier getötet. Wollen wir jetzt eigentlich schlafen gehen oder nicht? Notwehr. Ach so, boah, ja. Boah, das war so der beste David, den ich je gemacht habe. Ich wisch hier so rum genau auf dem Schwert. Ja, warte ganz kurz. Ich luscher mal ganz kurz, ob hier Diamanten sind. Er luschert, Leute. Habt ihr gehört? Luschern, das Wort macht aggressiv. Wir müssen erstmal eine neue Höhle suchen, Gabs, wenn wir uns überhaupt auf Diamantensuche gehen wollen. Wir können nicht irgendwie in die gleiche Höhle gehen. Ja, wir müssen einfach weiter wegrennen. Aber mit Inventar ist schon wieder voll, Alter. Meinst du nicht? Ich meine, es ist übelst leer. Was heißt übelst leer? Das ist eigentlich dafür auch schon wieder ziemlich voll. Ich das Ding ist, du machst leer. Eine Minute später ist es halb voll und wenn du dann wohin gehst, ist es voll. Deshalb mir gefällt das Backpack-Mod. Ja, das ist ganz gut mit dem. Muss halt kann sein, dass dein Haus morgen brennt. Wenn du das machst. Das kann auch brennen. Spaß, ich hätte auch so nicht gemacht, obwohl du es verdient hättest. Oh, Spaß, Skorpion. Hier wächst Gras. Die erste Anspielung. So. An diesem Pflock hier habe ich das Pferd befestigt. Oh. Jetzt ist es weg! Es ist tot! Matthias, wann hast du eigentlich vor, dein Ocelot zu holen? Ocelot? Ja, weißt du, wenn du meinen Ocelot tötest, dann spiel ich nicht mehr mit, Mann. Ohne Scheiß, das könnte ich aber verstehen, Mann, weil Ocelots sind richtig schwierig zu beschaffen. Ja, ich aber Matthias, hast du die Szene eigentlich angeguckt aus Scary Movie 3? Nein. Ich finde das eine der geilsten Szenen, wo er dem kleinen Jungen sagt, dass die Lehrerin tot ist. Ja, ja. Sie ist tot. Das ist so legendär. Genau, wie dein Hund. Mein Hund ist tot. Ja, ich habe ihn eben überfahren. Einfach alle, die du lieb hast, verrecken. Mein Hund ist auch tot. Die beste Szene ist die, wo sie mit der Motorsäge ist und dann die andere mit Laubgebläse. Ja, das ist auch nicht schlecht. Oder wo die Aliens kommen und aus dem Finger pissen und der Präsident sagt, der sieht uns gar nicht so verschieden. Ja, das ist einfach krass. Ja, schon, dass ich die einfach mit so einem Film alles verarsche. Ja, aus Versehen aber. Also halb aus Versehen. Warte. Aus der Entfernung. Aus Niklas, ich baue meinen Weg erstmal weiter zu Niklas, was ich eben erzählt hatte noch, oder in der letzten Folge, genau wie dieses aus der Entfernung, wo das gedreht wurde, genau da arbeite ich, ne? Ein Meter weiter. Ein Meter von da. Ich gucke die Stelle immer an, genau wo das Video gedreht wurde. Ich kann dir das Gebäude zeigen, wo ich arbeite. Lol. Ich hab heute Sippo gesehen in der Stadt. Den einen von dem Lied. Der mit, der so redet. Trotzdem sitzen wir im Benza. Den habe ich heute in der Stadt gesehen. Ich hab Empio nach einer Sekunde in WhatsApp geschrieben, ne? Ah, herrlich, Mann. Niklas, ich baue erstmal die Gäb's jetzt auf, hinterher zu rennen, Alter. Mein Weg zu dir in Richtung dein Haus, also mein. Oh, wie heißt die Scheiße? Meine U-Bahn. Ah, das Schild, Gäb's, ich hab AIDS bekommen. Aber guck mal bei mir im Haus und guck mal, wie du andocken musst. Also, mein Bahnhof ist halt noch lange nicht fertig. Aber weißt du noch, auf welcher Höhe wir die Schienen genau verlegen? Ich habe jetzt einfach mal runtergegraben, damit ich. Ja, nee, lass das. Wir sollen das schon auf einer Höhe machen am besten. Porslie! Lol. Oh, Krebs. Toffifee? Was ist deine Mutter? Toffi. Lol, ich hab mich in eine Höhle. Ach so, das ist hier wieder, okay. Aua. Aus der Entfernung. Trotzdem sitzen wir im Benza. Im Benza. Wie er es einfach betont. Um mich drum nur Faretta. Kleine Blender, die tun einen auf Tetta. Aua. Aua, sagen die bei Avatar immer, Mann. Hä? Ich hoffe, du stirbst, Matthias. Marcel wird getötet. Bei Aua heißt es. Kill Diamant Source! Endlich bist du tot. Ich hoffe, du fällst in Lava, dann lache ich Bauch. Wie kommst du denn auf Bauch, du Hure? Bauchmuskeln, ja, keine Ahnung, Bezen. Vielleicht. Ich kann den Diamanten nicht aufheben, er ist verpackt, nein! Ja! Vielleicht aus Frust, Marcel. So, Gabs, lass mal jetzt in der Höhle suchen, aber ich muss erstmal mein Inventar und so noch vorbereiten. Und deshalb werde ich mit komplett leeren Taschen dahin gehen, so alles jetzt. So.
keine Schnellkiste bei dir craften und hinstelle es an. Wie viele Diamanten jetzt geschwitzt habt, ne? Ihr könnt ja in meine Höhle gehen. Diamanten. Ihr könnt ja genau, wir gehen in deine Höhle, die schon komplett ausgecraftet ist. Nein, ich bin am Anfang in die Lava gefallen. Die Höhle hatte riesige Schluchten. Jungs, ich habe jetzt 4 Diamanten. Ich auch. Herzlichen Glückwunsch, ich hoffe, du stirbst, weil du dafür nicht arbeiten musstest. Ich musste dafür arbeiten, ich hätte eine Kiste gefunden. Ich liebe dieses So nicht. Ich muss dafür hart in meiner Script meinen schuften, du Schuftbastard. Na, schufte dich selbst weg, du Schuft. Ich hab Biene mit Schaft gespielt, Alter. Echt? Schnelle Spitzhacke, Alter. Ich liebe den C4-Reflex, ne? Meine Gameplays habe ich genau analysiert, wie oft ich C4 schmeiße. Und meine Stats, Niklas, ne? Habe ich ja schon davon erzählt eigentlich. Weiß ich nicht. Ich habe auf meinem Impact-Account 20.300 C4 geworfen. Und obwohl es die mit Abstand meistbenutzte Waffe ist, nur 19.000 AN-Kills. Ich werfe in jedem Nahkampf immer C4, immer, als erstes. Richtig krank eigentlich. Stimmt aber eigentlich schon. Wie kann man so ein C4-Bastard sein? Aber es ist so geil, dieses, wenn der Gegner um die Ecke ist und du hast ihn gerade schon angehittet, du weißt einfach, dass du kannst ihn einfach hinterher schmeißen, er kann sich nicht mehr retten. Das ist das Schönste. Okay, Gabs, welche Richtung gehen wir suchen? Keine Ahnung. Ist einfach zum Tod. Gehen wir Richtung Wüste? Ja, okay. Oder gehen wir hinter Niklas Villa, da waren wir noch nie, oder? Stimmt. Obwohl, da hinten doch, ich weiß, was da kommt, glaube ich. Ja, da ist erstmal mein Feld, ne? Ja, da graben wir natürlich direkt rein. In anderer Richtung. Oh, hier ist ein Creeper bei deinem Feld, ja, ich laufe an ihm vorbei. Ach, das Feld, ja. Oh. Wenn er explodiert, ne, ich töte deinen... Oh, er hat so geglüht, ne? Ja, der hat richtig geglüht. Er ist aber nicht explodiert, Mann. Lass mal da hinten über den Hügel gehen. Ja, gehen wir über den Hügel. Aus der Entfernung, über den Hügel. Über den Hügel. Fliegt mein Hügel und er hügelt sich problemlos. Genau. Jetzt ist dann weiter. Es ist ein großer Hügel. Bis Hügel Level 10 und Meter für Meter. Tu mir meine Beine weh. Kennt ihr das Originallied, der Bastard? Ja, von Dame Pavlo. Wer ist der Originallied? Ja, das ist voll idyllisch hier, Mann. Ja, hier könnte man Le Haus bauen. Penis ficken, oh Gott. Ich würde irgendwie gerne mal in so ein Haus im Wasser bauen, Mann. Ja, Gabs, Mann, dann mach wenigstens mal alles zu Ende. Machen, dann machst du es nicht fertig, ey. Ist ja so. Das kotzt richtig an, ich hab wenigstens Ziele im Leben. Ja, aber du verunschaltest den Server voll mit so halbfertigen Bauten. Was ist das Penishaus halbfertig? Was? Aber das ist wenigstens, aber das kann man schon als Haus nehmen. Und das heißt nicht. Ja, das habe ich nämlich gebaut. Matthias hat den Maul, du Hure. Dann hab das Strandhaus ich zum größten Teil gebaut. Was zum Entschuldigung, das haben wir wohl zusammen gebaut, das Strandhaus. Ja, ich weiß, aber das Dach ist so schön, deshalb habe ich es zum größten Teil gebaut. Ah, okay. Dann gehen wir da vorne hin. Da hinten, das sieht so höhlenmäßig aus, ne? Boah, Alter, wie das hier aussieht. Voll geil, Mann. Los. Das ist schön ohne Pier und Niklas. Ich hasse Gravel, so wisst ihr was. Gäb's nicht auf einer einsamen Insel, Mann. Es gab nur noch Gleitcreme. Alter. Komm zu mir. Mm-mm. Hier, Stier, Bier. Geh hier lang, Schlüsselband. Oh. Wutentbrannt bin ich. Wow, wow! Wie viele Endermans da drin sind? Was? Ich komme jetzt. Oh Gott, ich hab Angst, warte. Alter. LOL. Weil wir sie töten? Ja. Ich hatte wieder so ein Glück, Mann! Oh mein Gott! Nur Glück, der Junge! Wow, 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 wow. Alter, was ist hier los? Was ist das? Oh mein Gott! Wow! Oh mein Gott! Alter! LOL! Höhle des Grauens, Alter! Ey, Niklas, das ist eine Höhle, da stand auf 10 Quadratmeter 3 Endermans und gucken uns so richtig lustig an. So richtig. Was hast du überlebt? Wieder Lava, oh mein Gott! Wieder so übergeklettert, ne? Was? Wo bist du hin? Ja, bist hier. Du nicht drüber geklettert? Ne, ich bin... Boah, jo, Gravel, Mann. Voll der Bastard. Ja, toll, hier ist ja nix. Doch, hier geht's wieder runter. Ah. Wasserrutsche. Hier geht's ja weiter. Ja, runter. Toll. Wollen wir uns weitergraben oder wollen wir... Es ist dunkel, Gabs, ich bin in deinem Anus. Ja, was? Warte. So viel zum Thema, es blieb nur die Gleitcreme.
Ja. Yeah. Glaubst du wieso? Ich grabe einfach weiter, weil ich sie gleich direkt im Lavabecken, das Wasser strömt mich da sofort rein. Alter, ne? Ich hatte so ein Glück, Alter! Oh mein Gott! Matthias, bist du ein bisschen der Hurensohn? Nein, eher von 5 Minuten. Marcel, ich hab eine Höhle drunter gefunden. Lol. Hey. Läuft bei uns. Boah, jo! Fühlst du dich verarscht? Boah, jo! Ja, geh du da lang, ich geh hier lang. Okay. Und Höhlenfolge. Was geht, YouTube? So. Was hältst du dem Scorpion? Ist Back am Start hier für euch. Und herzlich willkommen hier zu einem neuen Gameplay-Commentary hier im Kanal. Kanal, total. Halt's mal, du Hure. Eine krasse Höhle am Schlüssel, Vanessel. Oh Gott. Ich muss in der Scriptman jetzt viel vorsichtiger werden, Alter. Ich hoffe, das ist das Scriptman. Niklas, du musst mir jetzt hier helfen. Ich hab keine Spitzhacken mehr. Dafür bin ich ganz schön spitz. Hacken mehr. Zumindest. Bei mir leckt der Server gerade. Ja, der leckt aber. Dein Pferd ist tot! Meins? Ein Skelett stand neben. Nein, Niklas, die hat nicht gesagt. Ey, Matthias! Ja, ist doch nicht Matthias schon, wenn da ein Skelett stand. Ja, klar, wenn er die ganze Zeit da hinter dem Skelett, in dem Pferd steht, dass das Skelett das Pferd abschießt. Niklas, chill, ich hab nur Spaß gemacht. Ich schwöre, ich hätte deine Mutter angezündet, ne, die fette Ho. Die fette Ho. Warte, wo ist der Baum? Ja, und die wäre sowieso sofort wieder gelöscht gewesen, if you know what I mean. Wegen dem Wasserfall, Marcel, der war gut, Gertrud, danke. Mut. Oh. Wegen deinen Sprüchen kriege ich immer ganz schöne Wut. Und ich score Boot. Oh Gott, score Boot heißt das mit B. Was hab ich denn gesagt? Score Poot. Naja. Enderman und Zombie. Nee, doch nicht nur Zombie. Ja. Alter. Ach, jetzt hab ich das ganze Redstone nicht in die Kiste gelegt. Jo, Alter, voll der krasse Wasserrutsche. Der Wasserrutsche. Marcel, wir müssen eine Wasserrutsche bauen, wenn wir wieder zurück sind. Ich hab mich den einen Diamanten voll verschwendet. Eigentlich hätte ich aber die Spitzhacke gar nicht reparieren dürfen. Warum? Ja, weil die eh schon so kaputt war. Dann hätte ich mir einfach eine neue gemacht und die direkt verzaubert. Ach, ich dachte, wenn du den einen Diamant machst, dann ist die trotzdem wieder 100% hergestellt. Ja, nee, nur ein bisschen halt. Ja, ist ja richtig schwul. Was suche ich denn gerade? Bin ich. Ach so, ja klar. Ja, du bist ein Opfer. Ich wollte gelähmt sagen, du Missgeburt. Oh Gott, okay, kein Bock, Niklas, es tut mir leid. Wird eigentlich automatisch? Ne, es wird nicht automatisch ins Backpack gespeichert, okay? Ach, mein süßes Pferd. Ich nenne dich Gerd. Kann ich das eigentlich füttern mit Karotten oder so? Vielleicht mit Klamotten. Mit Brot konnte man es füttern, ich weiß nicht wie viel. Kann ich jetzt mit Fleisch füttern, mit Steak einfach, Alter? So, ich hab 58. Matthias, hast du eigentlich mal meine Kühe wieder. Gerd macht nie Fackeln. Ja, weil ich da einfach nur runtertreibsern wollte. Ich fackel nicht lange. Aber die Höhle ist irgendwie. Die Höhle ist nicht so cool irgendwie. Nee. Niklas! Niklas, ich bin fast tot! Geh wieder raus! Ich hab 7 Health, Alter, ich seh das doch. Nicht ganz raus. Niklas, doch 3! Noch. Du machst mal Marcel mich kaputt. Beschleicht gerade das Gefühl, dass wir ihn nicht mehr rausfinden. Ja, du hast aber auch verdient, doch. Matthias. Ich weiß noch, wo es lang geht, aber. Weißt du, was verdient ist? Du weißt, wo es lang geht. Ja, aber ich will jetzt noch nicht raus. Ich will der Höhle noch eine Chance geben. Hier bin ich dann durch und dann war ich bei dir. Stier, Bier. So, da hinten hin will ich, warte. Okay. Sie haben die schwarze Herzen, Alter. Ah, jetzt sind die. Okay. Wir haben die Schwärzen. Na egal, das Inzest da wird auf jeden Fall neu angeheizt. Das ist schon mal ganz gut. So. Eben die Farm ernten. Ah, ich finde die Farm ist aber auch schon schön, das muss man einfach auch mal so sagen. Was ist das für ein Tier? Hä? Was ist das für ein Tier? Hä? Hier ist ein Tier, komm mal her, Gabs. Warte, ich muss wieder runter. Das ist so ein kleines Tier, was sieht aus wie so ein Igel oder so. Ach so, was ist wahrscheinlich Silberfisch. Silberfisch. Der macht mir voll wenig Damage, soll ich ihn töten? Das ist Silberfisch, Misch. Kommen Silberfisch hier nicht nur in der Nähe von Castles vor? Und Büchern. Warte mal, ich Jungs. Weiß noch, wo der hergekommen ist. Warte mal, ich grab mich da jetzt mal durch. Jungs, wo seid ihr genau? In der Höhle. Warte, ich kann auch mal nur das Feld. Naja, eine genauere Ortsangabere gibt es nicht. Angabere? Eine genaue Ortsangabere.
In einer Höhle hinter deiner Villa. Villa. Aber richtig weit hinter, also nicht so ganz nah. Villa Manilla. Schiller. Das ist die Vorgruppe von Milli Vanilli, Mann. Niklas, ich hab kurz dein Lager zerstört. Bist du gelähmt? Nein, ich bin Matthias. Also ja. Der Klassiker. Ja. Nein, ich bin Matthias. Cameron Diaz. Nein, wir weiß was wir zu tun haben. Mit dir aber schon, ne? Ja, ja. Thermostat Diaz, Alter. Zu heftig, Mann. So. Wieder wie. Mann, hier ist der Silberfisch hergekommen, aber hier finde ich nix. Du redest mir dazwischen, du Missgeburt. Gertrud Mut. Das kann nicht so im Ernst sein. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht normal. Ich hätte das Eisen auch mitnehmen können. Ich hatte vergessen, dass ich keine Spitzhacken mehr habe. FPS-Lags auf dem Server. Hör mir nicht. Das sind einfach die Lags von deinem scheiß Holz-PC. Ist so, man, richtig der Billig-PC. Mhm. Irgendwie sowas provoziert eigentlich. Ich bin ein lispelnder Hurensohn. Ja, Matthias, das wissen wir. Ich schon. Ach so, das meinst du dann schon. Ich frage mich, ob die Leute langsam dahinter kommen, was das bedeutet. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr glaubt. Ja, wir haben mehrmals erwähnt. Ja, aber vielleicht haben sie es wieder vergessen, wie Leute die Sachen vergessen. Besessen. Oh, hör mal auf zu stressen. Okay, kann ich. Ich werde deine Mutter aufessen. Die alte Kannibale-Hure. Kannibale-Hure? Kannibale, ja. Behindert. Mann, bin ich nicht. Was machst du denn? Wieso gehst du mal in mein Lager? Ja, weil ich da ist der Höhle. Leute, Marcel, wo bist du hin? Mein Name ist da Finn. Ist was. Der was Name willst ist du denn machen? Finn, wo bist du hin? Nicht Geld. Ach so, da. Ah, da vorne bist du hin. Matthias, was willst du denn machen? Sag's mir doch einfach. Ich versuche mich gerade hier rauszugraben, weil ich der Meinung bin, dass wir uns so befinden, dass es funktionieren müsste. Warte Nein, mal. Unten. So. Matthias, du weißt schon, ne? Hier werden garantiert nicht die Schienen verlaufen, ne? Gap sieht so gruselig aus, wie er hinter mir geht, ey. So nicht! Ja, ach, nein, weil die Schienen weiter hier verlaufen. Warte, ich hab ja auch mal um. Die Schienen verlaufen dann ungefähr, warte, hier hab ich zu früh gebaut. Ja, auf diesem. Aha! Oh, ist der. Oh mein Gott. Nein, hier verlaufen die da, Matthias. Was also, nein, warte, auch nicht hier. Für das Eisen. Doch, hier, doch, hier. Das Eisen ist. Ja, das heißt einfach hier rein. Wow, du Hurensohn! Ja, deswegen hätte deswegen hätte ich das nicht riskiert. Deswegen. Aber Matthias, wir bauen das eh 3 breit und 3 hoch, ne? Ne, 5 breit und 3 hoch, meine ich. Marcel, du bist eine Missgeburt. Also, beziehungsweise 5 mal 5, wenn man halt komplett davon ausgeht. Hä? Wie meinst du 3 breit? Ja. Du musst einen runterbauen, damit man da den Boden verlegen kann. Ich habe das Pferd in den Abgrund geschlagen. Das ist ein Pferd, ich dachte, das war ein Schaf. War ein Schaf, meine ich ja. Nee, hier nicht, warte. Ja, Niklas, was hast du hier für Extrawünsche? So, hier ist Wasser! Oh Gott! Aber dann kann man doch hochschwimmen, ne? Ja, ja. Oh das Gott, ist nur, ach, das mal, ist nur die generelle Form, wie wir das bauen werden, Matthias. Das sind ja keine Extrawünsche. Wollen wir uns eine neue Höhle, Möhle suchen? Ja, hier ist die Schiene. Aber das erst in der nächsten Episode, Leute. Niklas, bist du bereit? Der Gang wird nur eins sein, wo man durchfährt. Nein, bist du bescheuert? Was willst du mehr, Erklärbär? Ja, ich will auch sogar 2 Schienen haben. Das ist ein Ender, das ist ein Ender. In eine Richtung und in andere Richtung. Kannst du von mir aus machen, aber das verleg ich nicht. Ja, wenn du eh reinbaust, dann kannst du das auch mit abbauen. Das macht jetzt keinen Unterschied. Das macht wirklich keinen Unterschied, Matthias. Auf den Boden, auf den Boden. Wieso bist du 2 Ding? Guck mal die Creeper-Party da hinten an, Alter. Die spreng ich jetzt. Ja, wieso will ich das wohl, Matthias? Wo ist deine Creeper-Party? Lol. Nein, Marcel, spring du den. Ja, er explodiert nicht. Ich weiß gar nicht, was genau will. Oh mein Gott. Obwohl, aber eine reicht eigentlich, weil wir haben jetzt nicht so viele Leute, dass wir hier irgendwie großartig verkehren. Ey, guck mal, hier unten ist Sandstein. Ja, Sandstein ist meistens unter Sand in der Wüste. Also, ich würde sagen, wir beenden die Folge. Ne, wir beenden die Folge jetzt, genau. Matthias, warte, ganz kurz. Nein! Ganz kurz. Halt, stopp! Guck mal, Matthias, wir machen das dann einfach, 3 breit. Ja, 3 für 2 Bahnen. Nein!
insgesamt Reibreite und dann machen wir hier halt Treppen hin und hier Treppen hin und so weiter, dann kann man das halt so ein bisschen begrenzen. Wir machen nur eine Schiene, gäb's. Wir haben einfach nicht so viel Verkehr, es lohnt sich nicht, das ist viel zu riesen Aufwand. Verkehr, mehr. Hat Gronkh nicht zwei Schienen und der ist alleine? Egal, haut da rein. Ist doch scheißegal, Alter, ganz ehrlich. Haut da rein, Schlüsselbein. Genau, ja, also Leute, morgen 17 Uhr sehen wir uns wieder. Haut rein, bis morgen und tschüss. Ciao, Ima.